So Leute, willkommen zurück zu Baba is You. Ich habe mal nachgeguckt, wie das hier funktioniert, wie wir an die Extras kommen. Und dafür müssen wir hier einmal raus und einmal wieder rein, dass wir hier am Anfang stehen. So. Jetzt ist das Problem, eigentlich müssen wir an diese Fahne ran. So. Springfalle. Weil das hier ist ein wunderschönes Level, es bringt uns nur einfach in diesem Zustand nichts. Der Teil, dass das eine Fahne ist, der ist gegessen. Brauchen wir nicht mehr. Hoffe ich. Wenn doch, dann muss ich da nochmal umändern. Achso, verdammt, das war ja die Geschichte. Okay, so ist gut. So, das dahin. Obwohl, wartet mal. Wir können uns das ja einfach machen. Der Text shiftet ja immer noch. Black ist Text, dürfen wir nicht. Macht aber nichts. So. Lava ist Moor, das stört uns gar nicht, denn wir brauchen jetzt Level ist Baba. So. Okay. Nein, die dürfen nicht drei übereinander stehen. Ein. So. Zack. Jetzt machen wir das so. Und jetzt haben wir hier den Weg frei. Jetzt müssen wir einfach nur noch hier das Ding rüberziehen. Und zack, sind wir in Extra 1. Geheimfahrt. Okay, Belt ist Shift. Damit kann ich Rock is Empty machen. Level is down. So. Was heißt Level is down? Gull is defeat, Level is level, me is you. Rock and Cloud is stop. Was mir jetzt persönlich einfallen würde, wäre das Allerdümmste, statt Belt is shift, Level ist Shift zu machen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Kann sein, dass gleich das Universum explodiert. Verstehe. Dann shiftet das Level nach unten. Okay, das heißt, das ist eine Timing-Geschichte. Okay. Das hier rein. Okay, das ist wirklich eine Sache für sich. Okay, wartet mal. Was ist, wenn ich das hier mitnehme bis hier? Das fällt dann mit darunter. Ach, Moment, klar.
Das muss ich nicht bis dahin mitnehmen. Das muss ich einfach nur dahin machen. Ja, okay. Es könnte einfach sein, wenn man drüber nachdenkt, was man tut. So, und jetzt, ja. Okay. Extra 1 geschafft. Extra 2, Drillinge. Word is. Könnte. Ja, was will ich überhaupt? Fleck is win, ice is melt. Skull is dead. I'm hot. Skull is defeat. Heißt, ich müsste ein Baba oben haben für Baba is float. Sehe ich das richtig? Ein Baba, das unten durch das Labyrinth geht. Okay. Ich sehe, wie das Ganze gedacht ist. Und ich mag es jetzt schon nicht. Nein. Okay, Baba is word. Jetzt brauche ich Baba is hot und Baba is float. Aber irgendwie weitestgehend zeitgleich. Moment, ich schicke erstmal. Erstmal die Baba hier durch den Hindernisparcours. Ich glaube, dass. Moment. Ab der Stelle brauche ich Baba is float. Okay. Rock is pull. Warum ist Rock pull? Muss ich damit. Oh, ich befürchte das Schlimmste. Ich befürchte, ich muss mir hier irgendwie eine Blockade bauen, dass ich nicht weg kann. Und zwar wahrscheinlich hier unten, weil nicht Baba is you dastehen muss. Wie mache ich das denn, dass ich da stehe und Word bin? Weil so geht das ja nicht. Nee. Nee. Alles falsch. Da brauche ich Hilfe. Es tut mir leid, aber. Ein Wolf ist manchmal auch extra doof. In extra 2. Die Lösung ist wahrscheinlich super easy. Ist so. Kann sie jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen, was die da machen, aber ist in Ordnung. Okay, ja.
Okay. Also, zuerst brauchen wir drei kleine Babas, die aneinander stehen. Dann brauchen wir Baba Issue hier oben. Dann brauche ich ein kleines Baba, was das so macht. Ups. Ich kann die Babas ja jederzeit wieder neu verteilen. Das ist ja jetzt nicht die Schwierigkeit. So. Okay. Dann brauche ich ein Is-Word. Aber hier drüben. So. Nein. Ich darf die Bauers nicht zu sehr verteilen. Nein. Achso, ja. Genau. So. Jetzt ist diese Baba da nämlich eingeschlossen. Und wir haben Baba is you und Baba is float. Solange wir Baba is word nicht brechen, ist alles gut. So. Jetzt laufen diese Babas hier rüber. Und jetzt müssen wir nur noch schaffen. Irgendwie. Baba is hot zusammenzubasteln. Und wenn ich das so mache. Ich komme ja nicht tiefer als so. Ich muss mindestens hier stehen. Baba ist hot. Ach so. Ja, jetzt. Okay. Hat einen Moment gedauert, die Erkenntnis. Aber es hat ja funktioniert. So, was sagt denn unsere Zeit? Haben wir noch Zeit, zumindest in das andere Level reinzuschauen? Ja, haben wir. Baba is you macht mich ja immer so ein bisschen fertig. Power Generator. Move is push. Oh, Baba near empty is sink. Okay. Kann empty is push oder empty is sink machen? Empty is move. Mach mal. Okay, empty is move geht nicht. Empty is not move. Okay, das erklärt's. Dann muss empty push sein. Problem ist, ich komme da jetzt nicht mehr dran. Also was? Das ist ja alles für mich tödlich. Und das Einzige, was ich machen kann, ist entweder Baba ist push oder empty ist push. Aber wenn ich empty push mache, dann kriege ich meine Sachen nicht mehr raus. Und wenn ich Baba move mache, habe ich trotzdem das Sync-Problem. What? Empty is not move. So, empty is empty. Baba near empty is sink. Baba is you and win. Das müssen wir schaffen. Pipe is stop. Ich verstehe es gerade nicht. Ich stehe gerade wirklich auf dem Schlauch. Aber ich würde sagen, das ist dann was fürs nächste Mal. Ihr lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben.
Und wir sehen uns dann, wenn es weitergeht mit Baba Is You. Bis dann, euer Wolf.